Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde das Ganze jetzt auspacken und zwar handelt es sich um einen Luftbefeuchter von Philips und zwar die genaue Bezeichnung ist HU4803-01. So sieht das ganze Teil jetzt aus. Ein bisschen abgehört auf der Seite, aber das geht es jetzt gar nicht. Ich habe das Ganze jetzt 2 bis 3 Wochen in Testung, ich würde eh schon fast sagen 3 Wochen. Habe es natürlich gekauft, weil die Luftfeuchtigkeit etwas, ich würde mal sagen, unter der normalen Prozentzahl ist, um es aufzubereiten, damit das Ganze natürlich dann die Luftfeuchtigkeit stimmt und auch für Kinder geeignet ist. Ich habe mich für dieses Teil entschieden, da dieses natürlich eine Abschaltautomatik hat, Einschaltautomatik hat und einen Nachtmodus hat, das was mir sehr wichtig ist, weil dieses Gebläse Tag und Nacht, da wirst du verrückt in der Dose. Also wie schon gesagt, so sieht das ganze Teil aus, ist für gesunde Luft. Das bedeutet, es werden 99% bessere, ich würde sagen, bakterienfreie Luft wieder freigegeben. Und das hat natürlich auch gleich wieder einen Vorteil. Ist natürlich auch sehr für Allergiker bzw. für Asthma-Patienten geeignet. Ist jetzt keine Front an irgendwelche Asthmakranken. Das ist, wie schon gesagt, jeder hat seine Probleme. Und fertig. So sieht das ganze Teil jetzt mal aus. Eben den Deckel, dann den Filter, blablabla, das sich uns dann anschauen. Denn ich habe das ganze Teil ja schon ausgepackt. So sieht natürlich nochmal diese Sachen aus. Ist natürlich sehr für Kinder geeignet, für das habe ich sie auch eigentlich gekauft. Hier hat man nochmal die genaue Bezeichnung, kann man mal auf Stopp drücken und sich das Ganze durchschauen. Eben die Abschaltautomatik und so weiter. Wirklich top. Wir werden das Ganze jetzt einmal und natürlich anschauen. Ich habe das Ganze jetzt schon mal draußen gehabt. Hier seht ihr noch einmal genau. Hoppala. Hier hast du gleich einmal eine Beschreibung am Start. Das sollte man so halten. Hier ist gleich mal eine Beschreibung am Start. Wie das Ganze gehört. Mit Einstecken, Filter hineinsetzen, bla bla bla. Also eigentlich selbsterklärend das ganze Teil. Ich zeige euch noch einmal diese Seite. Ja, damit es genau gesehen wird. Jetzt werden wir das Ganze auspacken natürlich. Ist es schon, aber ich zeige euch natürlich mal den Inhalt. So sieht das Ganze jetzt mal von innen aus. Einfach nur Schutz. Hier hat man natürlich die ganz normalen Folien am Start, damit das geschützt ist. So ein kleines Drähtchen ist dann auch noch drinnen. Natürlich für das Kabel, das war auch noch eingerollt. Hier die Garantiebeschreibung, braucht kein Mensch jetzt da. Ich hoffe natürlich, das geht und ich weiß natürlich, dass funktioniert. Ich habe es ja schon im Test gehabt. Beschreibung ist natürlich auch am Start, also wie schon gesagt, die Bilder sind eigentlich selbsterklärend. Hier ist nochmal genau detailliert drinnen, wie das Ganze funktioniert, dass man es eben bis zur Markierung mit Wasser befüllt. Wir haben hier natürlich einen 2 Liter Tank, hier nochmal die genaue Beschreibung drinnen, aber am besten ist, wenn ihr es kauft, einfach selber testen. Ich werde natürlich nochmal ein bisschen genauer eingehen auf das Ganze. Verschiedene Sprachen. So sieht das ganze Teil aus. Zeige ich euch natürlich einmal das Gerät. So, da haben wir jetzt das gute Gerät. Einfach zerlegt, die ganzen Teile, was inbegriffen sind. Zusammenbauen, entweder Beschreibung anschauen oder beziehungsweise mir jetzt zuschauen. Wir haben hier mal einen Schwimmer drinnen. Der sagt an dem Gerät natürlich, wie das Wasser, ob das jetzt noch reicht oder nicht. Eben indem man mit dem Wasserstand nach oben geht und nach unten geht. Dann haben wir hier den Filter, der ist natürlich austauschbar. Der Filter ist bei mir jetzt etwas gelb, aber das bedeutet, weil das die Oberseite ist und das nie im Wasser liegt. Das bedeutet einfach nichts anderes, ins Wasser legen das für eine Stunde und schon schaut der Ding wieder wie neu aus. Gell? So, also man steckt das Ganze einfach nur so drüber. Dann kommt das Ganze mit der Seite, wie ihr sehen könnt, einfach auf die, beziehungsweise in die Verpackung von dem Gerät hinein, also auf die Unterseite. Jetzt habt ihr, bevor ich euch das noch vergesse zum Zeigen, hier habt ihr einmal eine Markierung drauf, eben bis Maximum. Der Wasserstand hier beträgt 2 Liter, also 2 Liter gehen hinein, 8 Stunden Betriebszeit, kann man so machen, 17 Watt hat das Gerät. Hat man auf der Innenseite auch nochmal, wie ihr sehen könnt, die maximale Markierung. Also wie schon gesagt, hineinsetzen. Jetzt werden wir natürlich das Wasser auffüllen, ist eh ganz klar. Also wir sehen uns gleich wieder.
So, jetzt nehmen wir gleich das Wasser dazu. Wir werden natürlich ein kaltes Wasser benutzen. Ob das jetzt auf den Filter drauf geht oder daneben oder erst den Filter danach hineingibt, das ist relativ egal, würde ich sagen. Ihr seht hier natürlich dann diese Markierung. So, wir haben die Markierung erreicht, sozusagen. Wie ihr sehen könnt, warte mal, damit ich das genau in die Ding halte. So, oder? So, Wasser ist natürlich jetzt am Schauer, das haben wir gerade hineingegeben. Jetzt bedeutet nichts anderes, als wenn man den Deckel hat. Hier hinten ist quasi für die Kabeldurchführung. Das ist natürlich die Vorderseite. Aber wie schon gesagt, anders wird es gar nicht funktionieren. Kabel hinten, die Vorderseite so. Einfach hineinheben in das gute Stück. Zuerst reinheben bitte, weil sonst geht das Gerät kaputt. Dann natürlich an die Steckdose knallen. So, wie ihr sehen könnt, das Gerät schaltet sich jetzt einmal ganz kurz ein und sagt nichts anderes aus, außer eben, dass es betriebsbereit ist. Wir gehen jetzt nochmal genauer zu den Knöpfen ein. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen so halten, dass ihr das besser sehen könnt. Ja, ein bisschen näher zoomen. So, also wie schon gesagt, wir haben hier eben das Tastenfeld, der integrierte Display sozusagen. Hier natürlich der Einschaltknopf, einmal noch genauer für die Luftfeuchtigkeit-Einmessung. Das bedeutet, das ist eigentlich dazu da für die Automatikeinschaltung. Da kann man einschalten, ob es bei 40% Luftfeuchtigkeit sich automatisch einschaltet, bei 50 oder bei 60. Dann haben wir natürlich unten noch einmal für die händische Einstellung, eben für einmal, zweimal und die dritte Stärke. Drei Stärken gibt es hier. Hier kann man auch noch einen Timer einschalten. Für die Abschaltautomatik ziemlich ideal, kann man nichts dazu sagen. Ja. Wir werden das Ganze einschalten. Meine Luftfeuchtigkeit passt jetzt, weil es hat die letzten Tage ziemlich oft geregnet. Aber wie schon gesagt, wir schalten hier einmal ein. Hier haben wir quasi die offizielle Luftfeuchtigkeit, die ich gerade besitze. Die geht jetzt natürlich ein bisschen runter, das ist eh ganz klar. Im Schnitt sollte man Luftfeuchtigkeit zwischen, ich würde sagen, eben 50-60%, ich glaube, das trifft es am ehesten. Wie schon gesagt, wir besitzen jetzt momentan um die 60%, was natürlich ideal ist, was braucht man mehr. Hat sich natürlich gleich automatisch auf Stufe 1 gesetzt, weil es ja eigentlich schon die Prozentzahl erreicht worden ist. Und ja, wir gehen jetzt hier einmal durch. Und zwar fängt das hier natürlich an mit 40% Luftfeuchtigkeit. Dann, wenn wir nochmal drauf drücken, springt es um 50% Luftfeuchtigkeit. Dann haben wir noch einmal die 60 und einmal abschalten. Das kann, dann kann man eben auf Automatik gehen, also auf manuell, sorry. Und zwar eben einmal, zweimal. Ich weiß nicht, ob man das hört, ich bin mal leiser. Und die stärkste Stufe natürlich, ne? Kann man natürlich jetzt auch abdrehen. Jetzt haben wir eben die 59%. Stufe 2, Stufe 3. Und halt eben, wie ihr sehen könnt, die Automatik. Das bedeutet, es schaltet sich jetzt, weil wir es jetzt, warte mal, dann müssten wir es jetzt einstellen auf 60. Zum Beispiel, das ist jetzt einmal das höchste, 40, 50, 60. Das bedeutet, wenn es jetzt so wie hier eben unter 60 ist, dann wird sich das natürlich einfach automatisch wieder einschalten. Was natürlich ideal ist, weil so muss man nicht immer schauen, passt es oder passt es nicht. Ja? Einfach draufdrücken, Automatik einstellen. Die Gerade, bei mir ist jetzt genau 60, deswegen springt es natürlich nicht an, Vorführeffekt, lol. Hier kann man natürlich auch den Timer einstellen. Wir haben hier auf 4 Stunden, hier auf 8 Stunden und abgeschaltet. Also es gibt 1 Stunde, 4 Stunden und 8 Stunden. Ich glaube, ja, am besten ist, bevor man schlafen geht, einfach 8 Stunden eindrehen und fertig ist die Sache. Ne? Hier haben wir natürlich auch noch die Nachtmodus. Da kann man noch einmal draufdrücken. So, Nummer 2, die Nummer 3 und eben Automatik. Dann ist eigentlich automatisch schon auf Nachtmodus. Und hier kann man das ganze Teil natürlich wieder abstellen. Ideal. Man kann es auch, wenn man es spürt, sage ich jetzt einmal, wenn man es auftritt und dann eben
einmal testet, wo kommt die Luft raus. Es kommt ein bisschen auf der Seite raus, ein bisschen auf der und ein bisschen auf der anderen Seite. Noch einmal zum Zeigen, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Hier reingezogen, dort wieder hinausgegeben. Also kann man nichts sagen. Das Gerät kann man natürlich entweder, so wie es ich mache, auf die Wand stellen oder auch mitten in den Raum. Das ist quasi nicht zwecksgebunden, würde ich jetzt einmal so auf die Gachen sagen. Und somit, das Gerät ist natürlich auch für bis zu 25 Quadratmeter Räume. Ich benutze es entweder im Schlafzimmer oder halt eben im Wohnzimmer. Bei mir geht sich das aus mit 25 Quadratmeter im Wohnzimmer. Manche haben ein größeres, manche haben ein kleineres. Ja, was soll ich dann noch sagen? Eben den Nachtmodus gibt es, da sind wir jetzt eh ein bisschen darauf eingegangen. Filter kann man natürlich einfach einen neuen kaufen nach einer Zeit. Würde ich jetzt empfehlen, was würde ich sagen, wenn man es in Dauerbetrieb hat, nach einem Jahr vielleicht oder so, einfach einen neuen bestellen. Bezeichnung HU4102 wäre dann der genaue Filter, der natürlich auf dieses Gerät passt. Ah genau, auf die Größen könnten wir noch eingehen. Wir haben hier mal eine Höhe vom Boden bis zur Oberkante und zwar 33,8 cm. Und der dickste, ich sage jetzt nicht da oben, sondern da unten, wie ihr seht, wird es ja ein bisschen dicker, ist das Ganze 25 cm breit. Für den einen oder anderen, wenn er ein Regal hat und sich überlegt, ja, passt das oder passt es nicht, hier bitte noch einmal die Maße am Start. Und ja, ich habe es jetzt eben 2 bis 3 Wochen in Benutzung. Jetzt ist natürlich blöd, weil jetzt, da hat es gerade draußen geregnet, dann natürlich die Luftfeuchtigkeit nach oben gestiegen. Mir hat es auf alle Fälle dabei geholfen. Ich hoffe, euch hilft es dann natürlich auch, weil warum kauft man sowas? Eh ganz klar, wenn die Luftfeuchtigkeit im Keller ist, beziehungsweise um ein bisschen saubere Luft in das Wohnzimmer oder Schlafzimmer zu bekommen oder je nachdem, wo sie halt benutzen würdet. Ne? Und ja, das war ein kurzes Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet es beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen und schöne Grüße aus Österreich. Dankeschön, Baba und ciao.